Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 16 den Antrag der Fraktion der FDP betreffend Finanzierung der Bundesfernstraßen, Drucksache 19/3486, zusammen mit Tagesordnungspunkt 45, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Bundesfernstraßen in Hessen engagiert weiterentwickeln, Drucksache 19/3782. Das ist der Setzpunkt der Freien Demokraten. Redezeit 10 Minuten. Und das Wort hat zunächst Herr Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, es besteht erheblicher Investitionsbedarf bei den Bundesstraßen, vor allem die Bundesautobahn in Hessen. Hessen ist Transitland Nummer 1 in Deutschland. Bundesfernstraßen erreichen Kapazitätsgrenzen oder überschreiten diese bereits. Staus auf der A3, auf der A5, A661 gehören zur Regel und sind bei weitem nicht mehr die Ausnahme. Verkehrsprognosen des Bundes bis 2030 sagt voraus, dass es einen Anstieg der Lkw-Verkehre um 39% gibt, Zunahme des Pkw-Verkehrs um 12%. Hessen ist von diesen Verkehrszunahmen überproportional belastet. Hessen als Transitland und Schnittstelle der internationalen Verkehrsströme, die A3, die A5, die A7, die A44, die A45, Frankfurter Flughafen als einer der größten europäischen Drehkreuze, gerade für Fracht, für Logistik. Meine Damen und Herren, aber auch der Bevölkerungszuwachs sorgt für zusätzliche Verkehre, aber vor allen Dingen auch der Anspruch an Mobilität im Berufsleben. Ziel muss es daher sein, eine wirklich bedarfsgerechte Fernstraßeninfrastruktur in Hessen zu haben. Was steht nun in Hessen im Bundesverkehrswegeplan drin? Bis 2030 5,3 Milliarden €, die in 83 neue Projekte fließen im vordringlichen Bedarf, davon 2,2 Milliarden € für die Erhaltung. Aber was wäre denn notwendig? Bis 2030 18 wichtige Maßnahmen mit Planungsrecht, die nur im weiteren Bedarf stehen und nicht realisiert werden können. Wer den Bundesverkehrswegeplan vernünftig liest, der stellt fest, dass gerade für diese Maßnahmen es zwar alles wünschenswert wäre, aber der Bund keine Mittel zur Verfügung stellt. Darunter sind der Ausbau des Wiesbadener Kreuzes und der Ausbau der A5 bei Seeheim-Jugendheim bis Darmstädter Kreuz mit einem Nutzen-Kosten-Verhältnis von rund 10 oder mehr. Und, meine Damen und Herren, also, wo nicht nur der Bedarf, sondern auch besonders der hohe volkswirtschaftliche Nutzen amtlich festgestellt wurde. Im weiteren Bedarf sind weitere 49 Projekte mit Volumen von 2,8 Millionen €, die ganz sicher bis 2030 nicht mehr kommen werden. Welche konkreten Projekte sind denn das, um die wir uns hier kümmern müssen? Es sind zentrale Autobahnprojekte für Frankfurt-Rhein-Main gegenüber dem Planungsentwurf aus dem März in den weiteren Bedarf zurückgestuft worden. Dringlich notwendiger sechsstreifiger Ausbau der A661 vom Bad Homburger Kreuz bis zum Affenbacher Kreuz wurde de facto gestrichen. Mit dem Bau des Riederwaldtunnels wird die A661 vielleicht noch wichtiger, weil sie an die A66 die Verbindung an den Frankfurter Osten darstellt, bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag nicht zu erwarten. Schon heute ist die A661 oft überlastet. Mit dem Lückenschluss zur A66 wird die verkehrliche Bedeutung noch massiv zunehmen. Meine Damen und Herren, genau deshalb kritisiert völlig zu Recht die Arbeitsgemeinschaft der hessischen Industrie- und Handelskammern genau diesen Rückschritt. Das bedeutet aber auch zeitgleich, dass wir beim Lärmschutz in diesem Bereich auch nicht vorankommen werden, weil auch der Bund nur dann die Lärmschutzmaßnahmen finanziert, wenn er die entsprechenden Maßnahmen bauen kann.
Ähnliches sehen wir beim sechsstreifigen Ausbau der A5 vom Darmstädter Kreuz bis zur Landesgrenze nach Baden-Württemberg. Schon heute eine hohe verkehrliche Belastung, eine super Nutzen-Kosten-Verhältnis, aber nun gegenüber dem Entwurf zurückgestuft und auf irgendwann einmal verschoben. Also ausgerechnet da, wo am meisten Verkehr fließt und der Ausbau am wirtschaftlichsten wäre, wird gekürzt und gestrichen. Teilweise sollen Maßnahmen mit sehr geringem Nutzen-Kosten-Verhältnis realisiert werden, und da, wo es aber am nötigsten ist, passiert nichts. Meine Damen und Herren, beim Ausbau der A3 und der A5 werden die Abschnitte auch nicht durchgängig angegangen, sondern nur Stückwerk, sodass phasenweise der Verkehr fließt, um dann kurz danach wieder im Stau zu stehen. Meine Damen und Herren, dazu gehört gerade der A3-Abschnitt von der Anschlussstelle Hanau bis zum Offenbacher Kreuz. Wer darf sich da wundern über Proteste der regionalen Wirtschaft, der Kommunen, der Bürgermeister und der Anwohner? Das sind Forderungen in den Aufnahme, in den vordringlichen Bedarf und der Ausbau auf einen achtstreifigen Ausbau, meine Damen und Herren, das ist überhaupt nicht vorgesehen, meine Damen und Herren. Hier besteht aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf. Meine Damen und Herren, es wäre ja vielleicht so einfach, wenn der Staatsminister Al-Wazir sagen könnte, naja, das sind aber doch alles Bundesstraßen, über die sich unterhalten. Aber der Bund hatte angekündigt, ein größtmögliches Beteiligungsverfahren zum Bundesverkehrswegeplan. Und aus der ganzen Bundesrepublik sind 2.000 Eingaben an den Bund gemacht worden. Und was sagt das Land Hessen dazu? Was schöne Hessenland? Nichts. Nichts. Wir haben nichts dazu zu sagen. Meine Damen und Herren, es ist eigentlich unglaublich. Angesichts von 4,5 Milliarden Steuereinnahmen seit Antritt von Herrn Al-Wazir sind 7 Millionen € mehr für die reinen Planungskosten eingestellt worden. Das ist, meine Damen und Herren, nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. CDU und GRÜNE sprechen in ihrem Antrag selbst davon, dass die Planungskosten rund 15 bis 20% der Baukosten ausmachen. Das kann man sich jetzt leicht ausrechnen. 7 Millionen € mehr für die Planung. Das entspricht dann also ungefähr einem zusätzlichen Bauvolumen von 35 Millionen €. Im vordringlichen Bedarf sind aber 5,3 Milliarden € für die neuen Projekte in Hessen vorgesehen. Das, was Sie mehr an Planungsmitteln zur Verfügung stellen, reicht also gerade einmal aus, um 0,6% des vom Bund zur Verfügung gestellten Geldes überhaupt verbauen zu können. Meine Damen und Herren, das sagt eigentlich schon alles. Herr Al-Wazir, es ist so, es drängt uns der Verdacht auf, Sie wollen nicht für mehr Geld aus Berlin kämpfen. Das haben wir schon gesehen. Aber Sie stellen ja auch noch nicht einmal mehr die Planungsmittel zur Verfügung, um die Bundesmittel überhaupt verbauen zu können. Wie ist das denn? Wie ist denn der Planungsstand bei den im vordringlichen Bedarf vorgesehenen Projekten? Laut Antwort der Landesregierung, ja, da können Sie sich jetzt hier mokieren. Laut Antwort der Landesregierung, Herr Al-Wazir, laut Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SPD-Kollegen stand am Ende April 2016, von den 73 im Entwurf vorgesehenen Projekten waren 35 Projekte, also die Hälfte, ohne jeglichen Planungsstand. Die Hälfte. Ohne jeglichen Planungsstand. Bei 11 im vordringlichen Bedarf vorgesehenen Projekten läuft erst die Voruntersuchung oder die Vorplanung, meine Damen und Herren. Nur 4 von 73 der Planfeststellungsbeschluss von 4 von 73 ist bisher überhaupt ein Planfeststellungsbeschluss ergangen. Nun für ein einziges Projekt liegt danach tatsächlich Baurecht vor, meine Damen und Herren. Wenn es um Planung und Straßenbau geht, da stehen Sie, Herr Al-Wazir, nun mal leider Gottes voll auf der Bremse. Ja, es mag großartig sein. So großartig fand ich dann jetzt auch den Antrag
Sie kommen ja gleich dran. Sie können das gleich alles sagen, Herr Al-Wazir. Sie können das gleich alles sagen. Da gab es dann aber auch etwas andere Zeiten, meine Damen und Herren. Es sind immer nur die anderen. Es sind immer nur die anderen. A ist die SPD sowieso in Augen von dem Herrn Kollegen Arnold zu dumm, und wir sind sowieso an allem schuld. Das wissen wir schon. Aber meine Damen und Herren, Sie wollen, Herr Al-Wazir, was sagen Sie denn mal positiv? Ich will ja mal etwas Positives sagen, wenn Sie mich denn lassen würden. Meine Damen und Herren, es gibt diesen Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Da steht vieles drin, z.B., dass der Bund endlich tatsächlich die Planungskosten, die den Ländern entstehen, vernünftig entschädigt. Das ist eine richtige Forderung, meine Damen und Herren. Es stehen auch vernünftigerweise drin, der Stellenaufwachs bei Hessen Mobil, 25 Stellen für eine Taskforce bei den Brückenbauwerken. Meine Damen und Herren, dieser Antrag, den können wir inhaltlich durchaus mittragen. Das Einzige, was mir gefehlt hat, um Ja zu sagen zu diesem Antrag, ist, was tut denn die Landesregierung tatsächlich, um diese Herausforderungen alle abzuarbeiten? Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes spricht Frau Kollegin Müller für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal, liebe FDP, wundere ich mich immer wieder, wie sehr Sie an Ihrer Profilbildung arbeiten und auch den unterschiedlichsten Abgeordneten die unterschiedlichsten Themen zuordnen. Herrn Lenders sortiere ich manchmal als verkehrspolitischen Sprecher ein, Herr Rentsch redet aber meistens zu diesen Themen, und Herr Dr. Dr. Hahn macht die Anfragen zu diesem Thema. Ich muss sagen, ich bin etwas verwirrt. Ich empfehle Ihnen aber, die guten Maßnahmen der Landesregierung zum Zu-Fuß-Gehen und Radfahren zu nutzen. Denn dabei kann man schön entspannen und kommt auf Ideen, wie man vielleicht sein Profil stärken kann. Dann möchte ich mich natürlich bei Ihnen bedanken, dass Sie diesen Antrag heute als Setzpunkt ins Plenum eingebracht haben, der uns Gelegenheit gibt, darzulegen, wie erfolgreich die schwarz-grüne Landesregierung arbeitet. Und insbesondere natürlich der Verkehrsminister Tarek Al-Wazir im Gegensatz zu den ehemaligen FDP-Ministern Posch und Rentsch. Da Sie sich aber jetzt schon einmal so viel Mühe gegeben haben, Ihren Antrag zu formulieren, will ich auch kurz auf diesen Antrag eingehen. Der Kollege Lenders hat ja eben schon breit erklärt, was die Bundesregierung eigentlich alles tun muss. Das steht auch in den ersten drei Absätzen Ihres Antrags. Und damit sind die bereits erledigt, weil Bundesthema. Ich könnte jetzt auch noch einmal sagen, wahrscheinlich müssen wir das hier diskutieren, weil Sie nicht mehr im Bundestag sind, aber dann sind Sie wieder beleidigt. Das will ich dann doch nicht. Zum Thema Bundesfernstraßengesellschaft. Da ist sicher der Diskussionsprozess noch nicht vollständig abgeschlossen. Aber dennoch sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass es einen 16-zu-0-Beschluss der Verkehrsministerkonferenz gibt, die sagen, die Bundesfernstraßengesellschaft in dieser Form wird im Moment abgelehnt. Ja. Der Bund möchte eine Bundesfernstraßengesellschaft, weil er bemängelt, dass die Länder nicht genügend Planungs- und Genehmigungskapazitäten für die Bundesstraßen zur Verfügung stellen. Tatsächlich, auch Herr Lenders hat es gesagt, stellt der Bund aber nur 3% der Planungskosten der Länder zur Verfügung. Die tatsächlichen Kosten sind ein Vielfaches höher. Wenn der Bund also will, dass mehr geplant und gebaut wird, muss er auch die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. In Hessen werden, wie Sie wissen, sehr viele Brücken saniert. Das sind aufwendige Planungen. Aber wir haben 40% aus dem Brückensonderprogramm nach Hessen holen können. Das freut uns. Andererseits sind natürlich auch die Planungskosten dann sehr hoch, die refinanziert werden müssen. Aber Hessen jammert nicht nur, sondern handelt. Auch das haben Sie ja festgestellt. Um das vom Bund zur Verfügung gestellte Geld auch abrufen zu können, stellt das Land Hessen eigene Haushaltsmittel zur Verfügung für Ingenieurfremdleistungen. Und im Jahr 2016 wurden bei Hessen Mobil 25 neue Stellen für den Bereich Brückenerhalt geschaffen.
hatte ich eigentlich auf den Zwischenruf von Frau Wissler gewartet, was es mit dem eigenen Landesgeld für ÖPNV, aber die ist gerade beschäftigt. So, jetzt komme ich. Ja, ist okay. Ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass Herr Dr. Hahn die kleinen Anfragen macht. Da hat er ja mitgeteilt bekommen, dass 2015 700 Millionen € im Bereich des Bundesfernstraßenbaus verausgabt wurden. Das ist bisher das höchste Jahresinvestitionsvolumen, und das unter einem grünen Verkehrsminister. Wer hätte das gedacht? Ja. Die Zahlen aus dem Vorjahr haben Sie sicherlich selbst zur Kenntnis genommen. Die muss ich jetzt nicht extra vorlesen. Ich möchte aber doch einmal feststellen, dass 184 Millionen Euro mehr verbaut werden, als der FDP-Minister im Jahr 2010 verbaut hat. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass Sie uns dafür loben, weil Sie sonst immer nach Beton schreiben. Und wenn da 184 Millionen € mehr ausgegeben werden, ist das ja mal eine ordentliche Summe. Dann zum Thema ÖPP-Projekte aus Ihrem Antrag. Es gibt Positionen der Rechnungshöfe, der mittelständischen Unternehmen, die Sie ja immer zur Kenntnis nehmen sollen. Und jetzt kürzlich hat das Handwerk erst eine Umfrage gemacht unter ihren Mitgliedseinrichtungen. 4,4 % von denen begrüßen ÖPP, 38 % lehnen es ab. Aber ich nehme einmal an, das prallt an Ihnen ab. Eigentlich waren Sie ja immer Freunde des Handwerks, hat sich anscheinend auch geändert. Aber sonst hätten Sie den letzten Punkt nicht so formuliert. Und Sie wissen ja jetzt schon genau, dass der Bau der fehlenden Abschnitte der A49 für ein ÖPP-Projekt geeignet ist. Das wundert mich sehr. Ich war mit Herrn Rentsch auf einer Veranstaltung der VAU. Vielleicht kann er sich erinnern. Da wurde von Hessen Mobil ausführlich dargestellt, dass das Land seine Hausaufgaben erledigt hat, der Bund jetzt die Wirtschaftlichkeit prüft und dafür einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Also so mal eben schnell sagen, das ist für ÖPP geeignet und die Wirtschaftlichkeit ist gegeben. So schnell funktioniert es nicht. Der Bund prüft das jetzt sorgfältig, und das ist gut und richtig. So. Das. Nein, nein, ich habe nur gedacht, ich will es Ihnen nicht ganz so schwer machen. Jetzt komme ich dann zu unserem Antrag. Das reicht auch zu Ihrem Antrag. Dem habe ich jetzt genug Aufmerksamkeit geschenkt. Wir stehen konsequent für Halt vor Neubau bei den Landesstraßen nach klaren Kriterien und auch bei den Bundesstraßen so weit wie möglich. Das ist nicht nur vernünftig und beendet das Wünsch-dir-was in den einzelnen Wahlkreisen, sondern ist auch genau das, was die Menschen wollen. Ich habe ja eben schon einmal die Umfrage der Handwerker zitiert. Die zitiere ich gerne noch einmal. Ich denke, man kann denen eine gewisse Repräsentativ unterstellen, weil sie auch nah bei den Menschen und viel unterwegs sind. Bei dieser veröffentlichten Umfrage der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern antworten 52,2 % auf die Frage, welche Schwerpunkte die Verkehrspolitik in Zukunft setzen sollte, mit Reparatur und verbesserter Instandhaltung. Und 49,4 %, das steht aber drin, dass die letzten 10 Jahre zu wenig gemacht worden ist und Sie jetzt erkennen, dass die Richtung sich ändert und wir auf einem guten Weg sind. So. 29,4 % wollen den Abbau von Verkehrsengpässen, 15,3 % halten die Stärkung des Schienenverkehrs für wichtig und lediglich 9,7 % halten Neubau für wichtig. Genau in diesem Sinne handelt die Landesregierung. Die Leistungsfähigkeit der Autobahnkreuze wird bei den Bundesprojekten erhöht, und die Verkehrsströme werden gebündelt, und der Grundsatz Erhalt von Neubau wird konsequent umgesetzt. Also, diese Regierung ist nah bei den Menschen und natürlich auch damit nah bei den Handwerkern. Und für uns Grüne auch ganz wichtig, wir müssen auch den Flächenverbrauch im Blick behalten. Und der ist unzweifelhaft bei Sanierung und Erhalt weniger als beim Neubau. Und bei dieser Strategie haben wir natürlich auch die Bauern auf unserer Seite, da die sonst immer mehr landwirtschaftliche Flächen als Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen müssen. Also, ich fasse das einmal zusammen. Planung, Sanierung und Bau von Straßen ist dem Land 144 Millionen € wert. Das sind 7 Millionen € mehr als letztes Jahr für Planung und nachhaltigen Ausbau. Und da sollte der Bund auch nachziehen. Wir sind für die Verstetigung der Mittel und für eine langfristige Planung, nicht immer wieder neue Sondertöpfe, denn es erschwert das langfristige Planen, das liegt auf der Hand, damit die Projekte dann auch zur Beiräufe gebracht werden können.
Also, kontinuierliche Steigerung, das Gegenteil von dem, was die FDP hier propagiert. Ich stelle insgesamt fest, die Landesregierung arbeitet und sorgt kontinuierlich für den Halt von Straßen, aber auch dafür, dass die Schienenstrecken ausgebaut werden und es bei dem Thema Nahmobilität vorangeht und die Verkehrsmittel besser miteinander verknüpft werden. Der FDP fällt außer mehr nichts ein. Von mir aus kann aber dieser Zustand gerne erhalten werden. Vielen Dank, Frau Müller. Das Wort hat Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP beklagt den Zustand der Straßen. Ich würde sagen, durchaus zu Recht. Aber wenn die FDP dann doch einmal das richtige Problem thematisiert, bleibt natürlich immer noch die Schwierigkeit, dass sie die falschen Antworten und die falschen Lösungsvorschläge machen bei dem Problem. Und in diesem Fall ist das ja ihr ewiger Vorschlag vom Privatisieren, in diesem Fall in Form der sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften, die ÖPP-Projekte und von effizienteren Strukturen, wie Sie es nennen. Sie fordern mehr ÖPP-Projekte auf Autobahnen und Bundesstraßen. Ich sage, und das wird Sie nicht überraschen, da sind wir strikt dagegen. Ich finde es auch vollkommen unlogisch, gerade in Zeiten, in denen sich der Staat praktisch zinslos Geld leihen kann, macht es doch überhaupt keinen Sinn, Private bauen zu lassen. Denn Privatunternehmen wollen Rendite machen, und die muss jemand bezahlen, nämlich entweder der Staat, also sprich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, oder eben die Nutzer. So oder so muss der Profit zusätzlich zu den Baukosten von der Allgemeinheit bezahlt werden, und das macht überhaupt keinen Sinn. Und das Märchen, dass die Privaten so viel effizienter seien als der Staat, ist eben nichts anderes als ein Märchen, das die FDP immer wieder gerne erzählt. Und da Sie mir vielleicht keinen Glauben schenken, möchte ich den Bundesrechnungshof noch einmal anführen, der im letzten Jahr ja mal nachgerechnet hat und zu dem Schluss kam, dass die Autobahn-ÖPP-Projekte bis dahin allesamt, Zitat, unwirtschaftlich waren. Alleine bei 5 untersuchten Projekten, unter anderem die A4 an der hessischen Landesgrenze bei Eisenach, habe der Staat 2 Milliarden € mehr bezahlt, als es konventionell der Fall gewesen wäre. 2 Milliarden € mehr. Das ist nichts anderes als ein Geschenk an die Konzerne, und zwar bezahlt von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Und dann bleibt die Frage, was meinen Sie, was meint die FDP mit den effizienteren Strukturen? Der Bund solle dabei unterstützt werden, die Bundesfernstraßen neu zu organisieren. Das klingt ja beim flüchtigen Leser erst einmal ganz gut. Aber was plant denn die Bundesregierung eigentlich, bei dem sie unterstützt werden soll? Und da bin ich tatsächlich froh und der FDP dankbar, dass sie das zum Thema gemacht hat, dass wir hier im Landtag darüber einmal reden können. Nämlich in Berlin im Verkehrs- und Finanzministerium, aber auch im Wirtschaftsministerium wird nämlich gerade auf Hochtouren an einer Privatisierungsoffensive für die Bundesautobahn gearbeitet, einer sogenannten Autobahn- und Fernstraßengesellschaft. Dahinter steht die Idee, die Verwaltung, den Unterhalt und den Bau der Autobahn komplett in eine privatrechtliche Gesellschaft zu überführen. Eigentümer bleibt zunächst der Bund, aber sie darf Kredite aufnehmen. Und langfristig können bis zu 49% der Gesellschaft an Private verkauft werden. Ganz gierig darauf sind natürlich Bauunternehmen, die sich schnell viele Aufträge erhoffen, die natürlich auch durch die Kürzungspolitik der letzten Jahre, durch den dadurch ausgelösten Investitionsstau, sind ja auch Investitionen ausgeblieben. Aber vor allem, und das sind natürlich die Hauptprofiteure, stehen die Finanzinvestoren auf der Matte und geben sich Berichten zufolge die Klinke in den Hand bei den betreffenden Ministerien. Die Banken, Fonds und Versicherungen haben nämlich ein Problem. Sie wissen derzeit nicht, wohin mit dem Geld. Die Zinsen sind zu niedrig für ihre Geschäftsmodelle. Und deshalb suchen sie lukrative und sichere Anlagemöglichkeiten. Da ist der Autobahnbau natürlich eine davon. Und leider muss man sagen, stoßen sie bei der Großen Koalition im Bund damit auf sehr offene Ohren. Im Gespräch sind offenbar 3 bis 7% Rendite.
dabei. Und ich will dich noch einmal darauf hinweisen, könnte der Staat jetzt aktuell die Niedrigzinsen einfach nutzen und selbst investieren. Das könnte der Staat tun, wenn er sich nicht selber gefesselt hätte durch etwas, was sich Schuldenbremse nennt, meine Damen und Herren. Das ARD-Magazin Kontraste hat kürzlich vorgerechnet, ob sich der Staat für 1% Geld leiht, und das ist momentan eher hochgegriffen, oder aber 3% Rendite im Jahr garantiert, macht bei einem Bauprojekt von 1 Milliarde € über 30 Jahre einen Unterschied von 370 Millionen € aus. Steuergelder, die an private Investoren quasi verschenkt würden. Der Jurist Prof. Georg Hermes von der Uni Frankfurt nannte das Vorhaben vor einigen Monaten eine, Zitat, Politik zugunsten der Versicherungswirtschaft und zulasten des Steuerzahlers. Warum sollte der Bund das also machen? Weil der Finanzminister sein aberwitziges Ziel der schwarzen Null hochhält, und zwar mit reinen Rechentricks. Mit der Autobahngesellschaft würde ein gigantischer Schattenhaushalt geschaffen, und auch weil man sich eben mit der sogenannten Schuldenbremse selbst gelähmt hat. Große Bauprojekte können über die Gesellschaft über mehrere Jahre abfinanziert werden. Durch die Renditen, die aber dann an Private fließen, würde das Projekt zwar insgesamt teurer, aber die Schuldenbremse ist auf dem Papier eingehalten, und Herr Schäuble kann sich für die schwarze Null weiter feiern lassen. Eine solche Konstruktion, meine Damen und Herren, hätte aber auch negative Auswirkungen auf die Verkehrswende, wie wir sie brauchen. Wenn allein die Straßen aus der Schuldenbremse quasi ausgenommen würden, wäre das natürlich ein Nachteil für den öffentlichen Verkehr. Und der sogenannte Finanzierungskreislauf Straße sieht vor, dass Einnahmen aus der Lkw-Maut komplett wieder in den Straßenbau fließen. Damit sind die externen Kosten, die Umwelt- und Gesundheitsschäden auf absehbare Zeit auf die Allgemeinheit abgewälzt. Und dieser Finanzierungskreislauf ist bereits beschlossen, und zu diesem Zweck hat bereits die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft GmbH ihre Arbeit aufgenommen. Das, meine Damen und Herren, ist eine privatrechtliche Gesellschaft, die als Vorläufer der Autobahngesellschaft dienen kann. Sie bewirtschaftet bereits seit Anfang 2016 nicht nur die Einnahmen der Lkw-Maut, sondern auch die kompletten Bundesmittel für den Fernstraßenbau. Und das von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet. Aber wir wissen ja aus anderen Zusammenhängen auch, dass sperrige Bezeichnungen gerne auch geschaffen werden, um Dinge zu verschleiern und um es vielleicht nicht ganz so transparent zu machen, wie dann so etwas arbeitet. So, jetzt ist die Frage, warum soll uns das als Hessischer Landtag beschäftigen? Weil Bund und Länder bisher laut Artikel 90 des Grundgesetzes gemeinsam für die Fernstraßen zuständig sind. Dem Bund gehören die Autobahnen, die Länder verwalten sie. Die Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft und die damit verbundene Zentralisierung der Aufgaben beim Bund würde also eine Grundgesetzänderung erfordern. Und sie würde voraussichtlich die Zerschlagung der Straßenbauverwaltungen der Länder mit ihren 30.000 Beschäftigten bedeuten. Viele von Ihnen haben sich ja auch wie ich eine ganze Menge E-Mails bekommen, unter anderem von besorgten Beschäftigten von Hessen Mobil. Die fürchten Chaos, Umstrukturierung, und sie befürchten Entlassung aus dem öffentlichen Dienst. Sie befürchten, dass ihre Arbeitsbedingungen bei einer Privatgesellschaft durchaus schlechter würden. Und ich finde, das lehren die bisherigen Erfahrungen mit Privatisierung ja auch zu Genüge. Und ich finde, diese hart arbeitenden Menschen, die täglich auf den hessischen Autobahnen ihrer gefährlichen Arbeit nachgehen, meine Damen und Herren, die haben das nicht verdient. Und deswegen sollte man ein klares Zeichen setzen in Solidarität mit diesen Menschen. Die Verkehrsminister der Länder haben sich schon dahingehend geäußert, dass sie die Zentralisierung der Fernstraßen beim Bund ablehnen. Auch Herr Minister Al-Wazir hat bereits deutlich gemacht, dass er einer Fernstraßengesellschaft skeptisch gegenübersteht. Das ist gut. Da fordern wir die Landesregierung auch auf, in dieser Hinsicht zu wirken. Denn die Bundesregierung agiert im Hintergrund weiter. Und irgendwann wird das Thema wieder auf den Tisch kommen, vermutlich als Form einer irgendeiner gearteten Verhandlungsmasse, wo es um andere Themen dann noch geht. Und die Geheimhaltung des ganzen Vorgangs macht ebenfalls misstrauisch. Gutachten bleiben unter Verschluss, Presseanfragen zum Thema bleiben unkommentiert. Und diese Heimlichtuerei ist kein Versehen. Als meine Kollegin oder meine Genossin, die hessische Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig, kürzlich im Bundestag das Thema ansprach, wie denn die Länder in den Prozess eingebunden werden sollten, Herr Minister, also Frau Sabine Leidig fragt,
Meine Frage lautet, ob die Bundesregierung bereit ist, in einem offenen Dialog mit den Bundesländern die unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Bundesfernstraßenbaus zu beraten und zu diskutieren und in welcher Form dieser Dialog stattfinden sollte. Antwort von Norbert Bartle, das ist der parlamentarische Staatssekretär im Ministerium von Herrn Dobrindt. Er sagt, man nehme die Einlassung der Bundesländer zur Kenntnis. Man muss sich sicher noch von den Vorteilen der einzurichtenden Gesellschaft überzeugen. Es gilt bei diesem Vorgang aber die alte Volksweisheit, die da lautet, man sollte Frösche nicht mit dem Auspumpen des Sees beauftragen. Liebe Landesregierung, sehr geehrte Frösche, also ich finde, das sollten Sie sich doch merken, was das Demokratieverständnis der Bundesregierung angeht, mit welchem Umgang Sie es hier offensichtlich zu tun haben. Es droht die größte Privatisierung öffentlicher Infrastruktur seit der Gründung der Deutschen Bahn AG. Wir lehnen die Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur ab. Die Straßen und Brücken zerfallen wegen der Schuldenbremse. Sie zerfallen, weil wir keine vernünftige Steuerpolitik haben und nicht, weil Konzerne es besser könnten. Die Schuldenbremse führt und fördert genau solche Privatisierungen, weil der Staat sich selbst lehnt. Ich halte das für alles andere als generationengerecht. Und ich finde, außer der FDP kann das auch eigentlich niemand gut finden. Vielen Dank. Das war Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Und als Nächstes hat das Wort Herr Kollege Frankenberger für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr. Mir liegt etwas auf der Zunge. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Infrastruktur, besonders die Verkehrsinfrastruktur, da sind wir uns mit der FDP, die ja diesen Setzpunkt gewählt hat, einig, ist ein wichtiges Thema. Eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur ist Voraussetzung für wirtschaftliche Dynamik. Aber auch ohne die Möglichkeit zur Mobilität gibt es keine gesellschaftliche Teilhabe und ohne eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur. Dieses Thema ist uns Sozialdemokraten sehr, sehr wichtig. Ohne eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur droht der ländliche Raum abgehängt zu werden, meine Damen und Herren. Das ist eine der großen Herausforderungen, die wir in der Zukunft zu bewältigen haben. Wie gesagt, zu diesem Setzpunkt hat die FDP einen Antrag vorgelegt. Und liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, sind Sie bald fertig? Ich rede gerade mit der FDP. Also, Entschuldigung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wir sind ja in den letzten Jahren oft gemeinsam, meistens gegen den Widerstand von Schwarz-Grün hier im Hessischen Landtag, für eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur eingetreten. Deswegen nimmt es mir nicht so übel, ihr habt auch schon bessere Anträge zu dem Thema vorgelegt als den vorliegenden. Aber das soll uns auch zukünftig von einem gemeinsamen Engagement für die Infrastruktur, für eine bessere Infrastruktur nicht abhalten. Schwarz-Grün hat dann reflexartig, pflichtgemäß einen Antrag hinterhergeschoben. Dieser Antrag, ich würde auch sagen, das ist keine Kür. Man merkt wirklich, das ist eine reine Pflichtübung. Mehr ist da nicht rauszuholen. Und ich glaube, Sie haben einfach mal aufgeschrieben, was Sie zu diesem Thema alles mal sagen wollten. Aber so richtig, was Sie eigentlich machen wollen, geht aus dem Antrag nicht hervor. Eine Zustandsbeschreibung ersetzt eben keine Konzepte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, ja? Die Bundesfernstraßen, wie übrigens auch die Landesstraßen, wie die kommunalen Straßen, sind in einem unbefriedigten Zustand. Und wir wissen nicht erst seit gestern, da gibt es einen hohen Sanierungsbedarf. Und, liebe Kollegin Müller, liebe Karin, du weißt, dass ich dich sehr schätze. Aber wenn du schon hier Umfragen der Handwerkskammer der VHU zitierst, dann solltest du auch gleichzeitig darauf hinweisen, dass VHU und auch die Kammern massive Kritik
an der Unterfinanzierung der Landesstraßen geübt haben. Das gehört auch dazu. Regierungsbeteiligung mit der SPD zahlt sich in Berlin für die Verkehrsinfrastruktur aus. Meine Damen und Herren. Berlin gibt sehr viel Geld in die Bundesländer für die Bundesfernstraßen. Das finden wir gut. Ich würde mich freuen, wenn die CDU bei diesem Punkt auch einmal klatschen würde. Aber anscheinend hängt sie da schon so am Gängelband von der GRÜNEN, was die Verkehrsinfrastruktur anbelangt, dass sie noch nicht einmal traut, das, was sie in Berlin gut gemacht hat, hier auch zu beklatschen. Meine Damen und Herren, von diesen Mitteln profitiert auch Hessen. Und wir wissen alle, natürlich kann es immer noch ein bisschen mehr sein. Da will ich gar nichts gegen sagen. Und es gibt gegenüber dem Ursprungsentwurf gibt es für Hessen positive Veränderungen. Aber es gibt auch negative Veränderungen. Da will ich hier einmal die A3 nennen, zwischen dem Offenbacher Kreuz und dem Anschluss Hanau. Ich glaube, der Kollege Lenders hat es bereits angeschlossen. Und den Ausbau der A661, also der Bau des Riederwaldtunnels ohne den gleichzeitigen Ausbau der A661 ergibt aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn. Und wir hoffen, dass sich da im parlamentarischen Verfahren auch noch etwas bewegt. Meine Damen und Herren, aber wenn es darum geht, Bundesgelder für Bundesfernstraßen nach Hessen zu holen, da finde ich schon sehr beachtenswert. Der Kollege Lenders hat auch darauf hingewiesen, wir hatten am Dienstag in der Fragestunde das Thema, dass sich z.B. Bayern und Baden-Württemberg viel intensiver mit dem Verfahren zum Bundesverkehrswegeplan beschäftigt haben als Hessen. Während nämlich Baden-Württemberg und Bayern detailliert aufgeschrieben haben, für welche Maßnahmen sie eine Höherstufung verlangen, versteckt man sich in Hessen in einer sogenannten strategischen Umweltprüfung, die noch nicht einmal aus dem Verkehrsministerium kam, sondern aus dem Umweltministerium, meine Damen und Herren. Das ist keine Lobbyarbeit für Bundesfernstraßen in Hessen, was wir hier vorgelegt bekommen. Und meine Damen und Herren, das will ich hier an dieser Stelle auch einmal sagen. Es gibt in Hessen zunehmend ernsthafte Befürchtungen, dass Hessen Bundesmittel für die Bundesfernstraßen in diesem Jahr nicht ausgeben kann und sie an den Bund zurückgeben muss, weil Hessen Mobil nicht in der Lage ist, die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Meine Damen und Herren. Das ist ein Armutszeugnis für das Transitland Hessen. Meine Damen und Herren. Und wissen Sie, da muss man doch einmal auf den Antrag von Schwarz-Grün eingehen. Wir kennen das ja, da wird sich gelobt. Ich finde das auch in Ordnung. Da haben Sie auch unsere Unterstützung für. Die 25 Stellen Taskforce Brückenbau, Brücken ist vollkommen in Ordnung. Aber dann sollte man auch gleichzeitig aufschreiben, dass man im Moment immer noch laut Koalitionsvertrag jedes Jahr 13 Stellen bei Hessen Mobil abbauen muss, meine Damen und Herren. Und wenn man dann noch in diesem Zusammenhang sieht, dass man Bundesgelder eventuell zurückgeben muss, meine Damen und Herren, das finde ich nicht in Ordnung. Dieser Zustand muss geändert werden. Ich möchte jetzt einmal auf den FDP-Antrag eingehen. Herr Lenders, Sie hatten da ja in Ihrer Rede wenig Gelegenheit, darauf einzugehen. Wenn Sie von einer Neustrukturierung im Bereich der Bundesfernstraßen sprechen, ich gehe mal davon aus, da meinen Sie die angedachte Bundesfernstraßengesellschaft. Und da will ich mal, und in dem Punkt sind wir uns, glaube ich, nicht einig, etwas zur Haltung der Sozialdemokraten sagen. Es gibt ja verschiedene Szenarien, die bei den Bundesfernstraßenmodellen diskutiert wird. Ich will mal klarstellen für die SPD, wir lehnen die Privatisierung der öffentlichen Straßenverkehrsinfrastruktur ab, meine Damen und Herren. Das ist eine öffentliche Aufgabe, und so soll das auch bleiben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich ja auch der hessische Verkehrsminister hier entsprechend auch positioniert. Meine Damen und Herren, für die Einrichtung einer Bundesfernstraßengesellschaft wäre ja auch eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, warum die gesamte Diskussion im Moment etwas in Stocken geraten ist. Wir sind der Überzeugung, dass mit der Weiterentwicklung der bestehenden Auftragsverwaltung bestehende Schwächen im Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern reduziert bzw. abgearbeitet werden können. In den Ländern gibt es regionale Kompetenz. Diese wollen wir erhalten. Und es macht noch keinen Sinn, hier parallele Strukturen aufzubauen. Und wir lehnen eine Mammutbehörde für den Bereich der Bundesfernstraßen ab. Meine Damen und Herren, es kommt ja nicht oft vor, dass Sozialdemokraten Bayern leben.
Aber was sozusagen Bau und Planung von Straßen anbelangt, von Bundesfernstraßen anbelangt, da kriegt man schon das eine oder andere Mal mit, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern ein bisschen neidisch auf Bayern schauen, weil in Bayern man nämlich planungsreife Projekte in der Schublade hat und dann, wenn das Geld fließt, das sozusagen auch losgelegt werden kann. Das ist in Hessen ganz anders, meine Damen und Herren. In Hessen lebt man von der Hand in den Mund. So ist der Zustand in Hessen. Ja. Irgendeiner hat wieder angefangen von Rot-Grün bis 99. Wahrscheinlich sind die auch daran schuld, dass im Moment nicht richtig gearbeitet werden kann. Ja. Im FDP-Antrag werden mehr ÖPP-Projekte für Hessen gefordert. Herr Kollege Lenders, ich kann dann nur einmal auf den Bericht des Bundesrechnungshofes und des Thüringischen Rechnungshofes verweisen. Deswegen, also ÖPP ist nicht das Allheilmittel, um fehlendes Geld zu ersetzen, meine Damen und Herren. Diese Position haben wir Sozialdemokraten. Denn es gibt positive und negative Bereiche. Und wir sind dafür, erst einmal die vereinbarten Projekte zu realisieren und dann, wie vereinbart, eine Bewertung vorzunehmen. Und insofern ist es jetzt auch aus unserer Sicht erst einmal Zeit, daran abzuwarten, was bei der Wirtschaftlichkeitsüberprüfung bei der A49 herauskommt. Obwohl ich es mehr als ärgerlich finde, dass offenbar ein Ergebnis erst nach 2019 vorliegt, meine Damen und Herren. Das ist für die Menschen im Schwalm-Eder-Kreis nicht zumutbar, dass sie so lange darauf warten müssen. Wie geht es denn nun mal weiter mit Ihrer Autobahn? Meine Damen und Herren, wie gesagt, wir freuen uns, dass Berlin mehr Geld nach Hessen gibt für die Bundesfernstraßen. Überall wird gebaut. Ich habe heute Morgen auf Facebook gelesen, der Kollege Rudolph bekommt sogar in Edermünde eine digitale Autobahn. Wir freuen uns darüber, dass das ist. Ich möchte zum Schluss noch etwas zum Antrag der GRÜNEN sagen. Zum Eigenlob bei der Brückentaskforce habe ich ja schon etwas gesagt. Anstatt wieder einmal einen Antrag vorzulegen, der Aufzählungen, Feststellungen und Eigenlob enthält, hätten wir uns, wie gesagt, gewünscht, dass Sie einmal Konzepte vorlegen und auch uns sagen, dass Sie garantieren können, dass die vom Bund bereitgestellten Gelder auch hier in Hessen verbaut werden können. Herr Kollege Frankenberger, auch Ihre Redezeit ist abgelaufen. Und vielleicht erleben wir es hier im Landtag auch noch, dass die CDU endlich ihr vor der Landtagswahl gegebenes Versprechen einlöst, beim Landesstraßenbau nicht zu kürzen und mindestens 100 Millionen Euro jährlich zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Frankenberger. Als nächstes hat das Wort Herr Kollege Caspar für die Fraktion der CDU. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beschäftigen uns mit der Verkehrsinfrastruktur in Hessen. Die Verkehrsinfrastruktur in Hessen ist deswegen von herausragender Bedeutung, weil Hessen nun einmal geografisch nicht nur in der Mitte Deutschlands, sondern auch in der Mitte Europas liegt. Das heißt, die Verkehrsströme zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd in Europa fließen zu einem großen Teil durch Hessen. Und darüber können wir auch froh sein, weil Verkehr eben nicht nur als eine Belastung gesehen werden darf, sondern als ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und wenn wir die Infrastruktur dafür nicht anbieten, dann würden es eben andere tun. Das heißt, Hessen hat eine Chance aufgrund der geografischen Lage, aber Hessen muss diese Chance auch nutzen. Und das, was diese Landesregierung tut, ist genau das, die geografische Chance Hessens zu nutzen, indem man eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stellt. Dieses zur Verfügung stellen bezieht sich nicht nur auf den Luftverkehr, sondern eben auch auf den Schienenverkehr, auf die Wasserwirtschaftswege und vor allem aber auch auf die Straßenwege. Sie sind alle essentiell für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Und deswegen ist es richtig, dass die notwendigen Mittel bereitgestellt werden, um die Infrastruktur, soweit sie vorhanden ist, zu sanieren. Der Erhalt ist außerordentlich wichtig.
Deswegen sind wir dem Bund dankbar, dass er in seinem 2-Milliarden-Programm für die Sanierung von Straßen- und Brückenbauwerken der Bundesstraßen in Höhe von 2 Milliarden € alleine 400 Millionen € nach Hessen gegeben hat. Man sieht daran, oder 40% sogar, welcher hoher Anteil das ist, der hier in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann. Und natürlich wird das ganze Vorhaben begleitet durch die entsprechenden Mitarbeiter von Hessen Mobil und dem Ministerium. Ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt. Und Herr Frankenberger, wenn Sie erwähnen, ja, in Bayern wäre alles besser, dann kann ich nur sagen, Hessen, also zumindest in dem Bereich, haben Sie ja hier ausgeführt, dann kann ich nur sagen, nun gut, die Union regiert hier ununterbrochen an der Spitze dieses Landes seit 1999. In Bayern regiert die Union natürlich schon viel länger. Insoweit ist nachvollziehbar, dass manche Dinge dort sehr gut aufgestellt sind. Sie können sich aber in einem sicher sein, wenn die Union hier in Hessen genauso lange regiert wie die CSU in Bayern, dann werden Sie diese Kritik auch nicht mehr anbringen können. Dann werden wir das auch noch weiter optimiert haben. Meine Damen und Herren, zu den Mitteln, die jetzt vom Bund kommen. Selbstverständlich, Herr Frankenberger, sind wir dankbar dafür und bedanken uns auch beim Bund. Wir bedanken uns beim Bundesfinanzminister. Wir bedanken uns beim Bundesverkehrsminister und auch bei der Koalition auf Bundesebene insgesamt. Wir sind vor allem deswegen dankbar, weil noch im Bundesverkehrswegeplan 2003 nur 7,3% der Bundesmittel nach Hessen gingen. Bei diesem Bundesverkehrswegeplan gehen 11,9% der Mittel nach Hessen. Und glauben Sie doch nicht, dass das von alleine geschehen ist. Hier haben intensive Gespräche des Ministerpräsidenten, aber auch des zuständigen Fachministers, Herr Al-Wazir, stattgefunden. Und ich bin der Regierung außerordentlich dankbar, dass sie in dieser Geschlossenheit gemeinsam die Interessen Hessens vertreten haben, damit mehr Geld nach Hessen kommt. Denn wir wissen, an Hessen führt kein Weg vorbei. Und deswegen brauchen wir gute Wege. Meine Damen und Herren, die Infrastruktur ist nicht überall so gut, wie wir uns das wünschen. Deswegen sind ja die Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen notwendig. Aber bei der Kritik, die seitens der Opposition kam, muss man doch feststellen, so viele Mittel, wie wir sie jetzt für die Infrastruktur haben, sowohl für den Straßenbau als auch für den Schienenausbau, standen seit vielen, vielen Jahren nicht mehr zur Verfügung. Also, wir wissen, dass etwas da zu tun ist, aber wir tun es auch. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch darauf hinweisen, dass ja nicht nur die entsprechenden Mittel bereitgestellt wurden, sondern dass natürlich auch die Planungskapazitäten des Landes ausgebaut worden sind. Hier sind erwähnt worden 7 Millionen €. Was kann man mit denen machen? Ja, die 7 Millionen € sind ja on top. Das heißt, sie sind oben drauf gekommen. Gesundheit wünsche ich Ihnen. Ich habe schon kritischere Zwischenrufe von Ihnen bekommen als diesen, aber vielen Dank. Also, wir haben ja auch die Planungskapazitäten entsprechend ausgebaut. Und das ist eben auch notwendig, denn nur mit entsprechenden Planungskapazitäten ist es möglich, das umzusetzen, was der Bund an Mitteln bereitstellt. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, wenn der Bund für die Planungsmittel etwa nur 3% der erwarteten Baukosten zur Verfügung stellt, die Planungskosten mittlerweile aber bei 15 bis 20% sind, dann wäre auch der Bund in der Pflicht, an dieser Stelle nachzulegen. Und auch da würden wir uns natürlich gemeinsam die Unterstützung der SPD wünschen, dass
ist, glaube ich, ein Interesse, das wir im Interesse des Landes alle haben sollten und auch gegenüber dem Bund aufrufen müssen. Denn die Gesetzgebung, die dazu geführt hat, dass wir heute mehr Planungsaufwand haben, ist ja auch keine Gesetzgebung, die die Länder gemacht haben, sondern eine Bundesgesetzgebung. Und insoweit hat der Bund zu verantworten, dass wir mehr Planungskosten haben. Und es ist von daher richtig, wenn wir als Länder darauf bestehen, dass dann der Bund die Folgen dieser Planungsgesetzgebung, die höheren Kosten, auch zu tragen hat. Ich stelle daher fest, für die Infrastruktur standen noch nie so viele Mittel zur Verfügung wie jetzt. Sowohl der Bund engagiert sich in dieser Frage sehr klar. Deswegen ist auch Ihr Aufruf, Frau Wissler, nicht richtig, dass das Problem die schwarze Null wäre, wie Sie sagen, und die Schuldenbremse. Wenn Sie recht hätten, dann könnte es ja nicht sein, dass so viele Mittel wie noch nie dafür bereitstehen. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Erst derjenige, der vernünftig mit Haushaltsmitteln arbeitet, der hat dann die notwendigen Ressourcen für die wichtigen Dinge, die Mittel bereitzustellen. Und genau das hat jetzt der Bund gemacht. Statt dass wir Zinsen zahlen für immer neue Schulden, werden jetzt die Mittel ausgegeben für die Infrastruktur. Das ist notwendig, das bringt unser Land voran, und das macht die Bundesregierung richtig. Meine Damen und Herren, wir stellen damit fest, die Mittel sind da. Das Land engagiert sich, um die Planung voranzubringen. Und insoweit arbeiten wir überzeugt und gut daran, die Infrastruktur in unserem Land weiter voranzubringen. Das ist gut für die Menschen, die hier wohnen, die hier arbeiten und die, da der Weg an Hessen nicht vorbeiführt, auch durch unser Land reisen. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin ausdrücklich der FDP dankbar für diesen Setzpunkt, weil er mir Gelegenheit bietet, auch sozusagen kurz nach der Mitte der Legislaturperiode mal einen Blick zurückzuwerfen, aber auch einen Blick nach vorne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie reißen einen bunten Strauß mit Ihrem Antrag an unterschiedlichen Themen an, die Planung, Baufinanzierung, Verwaltung von Bundesfernstraßen betreffen. Ich gebe zu, ich finde den Versuch des Angriffs eher mutig, aber dann kommen wir, wenn wir über die Frage reden, Blick zurück, sicherlich auch noch einmal drauf. Ich will aber vorab noch einmal sagen, wenn es um den Bundesverkehrswegeplan geht, das ist nicht nur ein Bundesverkehrswegeplan, der sich mit Straßen beschäftigt. Es ist ein Bundesverkehrswegeplan, der sich mit Straße, mit Schiene und mit Wasserstraße beschäftigt. Und wenn ich mir beispielsweise betrachte, was wir an großen Vorhaben im Schienenknoten Frankfurt, an großen Vorhaben Stichwort Frankfurt-Fulda und an großen Vorhaben Stichwort Frankfurt-Mannheim haben, kann ich Ihnen sagen, auch das wird uns in den nächsten Jahren besonders fordern. Und das ist auch nötig, weil wir müssen die gesamten Verkehrswege insgesamt betrachten, wenn wir von guter Infrastruktur reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens, kurzer Blick zurück. Hier wurde ja das Bild gemalt, als würde in Hessen die Infrastruktur verlottern und als würde da jetzt sozusagen ein grüner Minister, ich glaube, der Herr Lenders hat gesagt, ich wolle bremsen. Herr Frankenberger hat sich dann verbrüdert mit der FDP. So haben die Brüder das übrigens mit der Sonne und der Freiheit nicht verstanden, aber das nur nebenbei. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, einfach mal ein kurzer Blick zurück. Wir haben im Jahr 2015, im letzten Jahr, in Hessen, im Bundesfernstraßenbau 700 Millionen Euro verbaut. Das ist eine Summe, die hat es noch nie, ich wiederhole, noch nie in der Geschichte des Landes Hessen gegeben. Und wenn man zurückblickt, wie das in den Vorjahren war, jetzt kommen wir zum Bereich mutiger Setzpunkt der FDP,
da waren das teilweise deutlich weniger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war teilweise deutlich weniger, was dort im Bundesfernstraßenbau am Ende real umgesetzt worden ist. Deswegen verstehe ich an der Stelle den Vorwurf nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will Ihnen noch etwas sagen. Wir machen das mit einem klaren Schwerpunkt. Und dieser Schwerpunkt lautet Erhalt und Sanierung vor Neubau. Ja, weil ich ausdrücklich dafür bin, dass wir unsere Infrastruktur in einem guten Zustand erhalten bzw. wieder in einen guten Zustand bringen. Das ist unsere Aufgabe. Aber ich will an dieser Stelle auch einmal sagen, Kollege Norbert Schmidt ist gerade nicht da, der hat ja gestern in seiner da ist er. Gestern in seiner Haushaltsrede erklärt, wie lange er jeden Tag zum Landtag braucht, wegen des Staus. Jetzt muss ich Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es tut mir leid. Wenn wir Geld verbauen, wenn wir unsere Infrastruktur wieder in einen guten Zustand bringen wollen, dann geht das leider nicht ohne Baustellen. Es geht leider nicht ohne Baustellen. Und ich weiß ja, mich Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schmidt? Ja, doch. So, pass auf. Ich weiß ja, dass viele Menschen, beispielsweise die momentan auf der A3 zwischen sozusagen Seligenstadt und Offenbach eher viele Probleme haben. Es tut mir leid. Wir investieren, wie gesagt, so viel Geld wie selten zuvor, 2015 so viel Geld wie nie. Und das hat dann eben auch Auswirkungen auf die Baustellen. Aber die gute Nachricht, wenn man da einmal durch ist, ist nachher die Infrastruktur wieder in einem guten Zustand und deswegen dann auch leistungsfähig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der zweite Punkt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage, wie machen wir das? Und deswegen habe ich gesagt, Stichwort mutig, wenn ich einmal anschaue, wie viel Geld im Landeshaushalt für Planung und Bauüberwachung, Beauftragung von Externen zur Verfügung steht, dann stelle ich fest, dass wir im Jahr 2014 bei 36,7 Millionen € waren, im Jahr 2015 auf 41 Millionen € gegangen sind, im Jahr 2016 bei 47 Millionen gegangen im gültigen Haushalt des Landes für das Jahr 2016 haben, im Jahr 2017 im Haushaltsentwurf 54 Millionen € stehen und der Finanzplan, den kennen Sie ja, der ist ja auch mit veröffentlicht, im Jahre 2018 schon 65 Millionen € vorgesehen ist. Das heißt, wir werden die Mittel für die Beauftragung von externen Planern und Bauüberwachung im Laufe dieser Legislaturperiode verdoppeln, meine sehr verehrten Damen und Herren, verdoppeln, damit wir unser Ziel, die Infrastruktur in einen guten Zustand wiederzubringen, am Ende auch erreichen können. Und ich finde, wenn ich mir überlege, wer in den vergangenen Jahren die Verkehrsminister gestellt hat, den Vorwurf, dass die jetzige Regierung nicht genug tun würde, mutig, meine sehr verehrten Damen und Herren, mutig. Und da ein Blick in Anführungszeichen, ein Blick auf die Frage, wie es auch mit der Personalausstattung angeht, hilft auch da ein bisschen. Von 2010 bis 2015 wurden bei Hessen Mobil 320 Stellen abgebaut. Davon ungefähr die Hälfte im Bereich Techniker und Ingenieure und Verwaltungspersonal. Ich habe dafür gesorgt, Herr Kollege Rentsch, dass wir im Jahre 2015 erstmals wieder alle ausgeschiedenen Ingenieure 1:1 ersetzt haben. Im Jahr 2016 haben wir 25 neue Stellen geschaffen im Bereich Ingenieure. Das Sonderprogramm Brückensanierung ist erwähnt worden. Das heißt, wir werden im laufenden Jahr erstmals wieder mehr Ingenieure einstellen als ausscheiden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das hat zum Hintergrund, dass wir es ernst meinen damit, dass wir unsere Situation, die wir haben, nämlich eine Infrastruktur, die teilweise schlecht ist, über die vergangenen Jahre sozusagen schlechter geworden ist, dass wir an diesem Punkt gegensteuern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, ich habe da die Unterstützung des ganzen Hauses. Und das hat auch Auswirkungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir nämlich mit dafür gesorgt haben, dass wir in den letzten Jahren, weil diese externen Mittel sind ja nicht nur für Planung, sondern auch für Bauüberwachung und Ausführung da,
die Sonderprogramme des Bundes, die dieser aufgelegt hat, mehr nutzen konnten als jedes andere Bundesland. Das Sonderprogramm Brückensanierung des Bundes umfasst ungefähr 2 Milliarden € für die Jahre bis 2018. Wir gehen davon aus, dass 40%, ich sage es noch einmal, 40% der Mittel des bundesweiten Programms Brückensanierung am Ende in Hessen verbaut werden, damit die Brücken nicht zusammenfallen, nicht gesperrt werden, sondern wieder in einen guten Zustand gebracht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass wir auch da die Unterstützung des ganzen Hauses haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich sage ausdrücklich, und jetzt kommt es zu den schwierigen Fragen. Ich sage ganz ausdrücklich, wir brauchen nicht ständige Sonderprogramme des Bundes, die irgendwann am Beginn einer Legislaturperiode aus dem Hut gezaubert werden. Wir brauchen kontinuierliche und verlässliche Finanzierung, weil jede Maßnahme, die umgesetzt werden muss, muss vorher geplant werden. Sie muss vorher geplant werden, und auch das schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Das dauert teilweise jahrelang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist ein Teil des Problems, das wir jetzt haben, weil das, was in der Vergangenheit nicht geplant wurde, das kann man jetzt halt auch nicht umsetzen. Und an dieser Stelle brauchen wir Verlässlichkeit. Die Strecken im Bundesfernstraßenbau sind inzwischen zu mehr als 80% in einem guten oder befriedigenden Zustand. Wir haben allerdings bei den Brücken, die oft noch aus den 60er- oder 70er-Jahren sind, ein Problem. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die Planungen für den Erhalt oder die Erneuerung maroder Brücken immer aufwendiger und damit auch teurer werden. Und die 3%, die der Bund am Ende dem Land für die Bausumme sozusagen erstattet, für Planung, Bauüberwachung mit allem, was dazugehört, die reichen hinten und vorne nicht mehr aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind im Schnitt kurz vor 20%. Es gibt sogar Projekte, besonders aufwendige Brücken. Da ist sozusagen der Aufwand des Landes bis zu 30% der Bausumme, und wir kriegen am Ende 3%. Das ist auf die Dauer ein Problem, und das muss sich ändern, wenn wir am Ende die Erhaltungsinvestitionen stemmen wollen. Und ich hoffe, dass wir an dieser Stelle auch die Unterstützung des ganzen Hauses haben bei dem Wunsch. Herr Minister, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Vielen Dank. Ich komme gleich zum Schluss, Herr Präsident. Ich will an dieser Stelle noch ausdrücklich sagen, da muss sich etwas ändern, weil so funktioniert es auf die Dauer nicht. Jetzt zum Bundesverkehrswegeplan, auch an dieser Stelle nur ganz kurz. Wir werden da sicherlich im Laufe des Herbstes oder zu Beginn des nächsten Jahres, wenn der Bundestag die Ausbaugesetze dann endgültig beschlossen hat, sicherlich noch einmal vertieft darüber reden. Aber ich will feststellen, im alten Bundesverkehrswegeplan gingen 7,3% der Mittel nach Hessen im Bereich Straßen. Jetzt sind wir knapp vor 12%. Und auch da ein kurzer Blick zurück. Und da muss ich sagen, Herr Lenders, Sie sitzen jetzt hinter mir. Ich finde den Vorwurf, zu sagen, dass es nicht genug geplante Projekte gibt, angesichts des Vorlaufs von Planungen auch mutig. Ich will nur einmal feststellen, im laufenden Bundesverkehrswegeplan sind 126 Straßenprojekte im vordringlichen Bedarf. Von denen sind momentan 55 im Bau bzw. fertiggestellt, 71 nicht. Und wenn man weiß, wann dieser Bundesverkehrswegeplan begonnen hat und wie die Laufzeit des Ganzen war, dann finde ich, sollte man im Interesse der Sache, so man Interesse an der Sache hat, sozusagen überlegen, wer da wann wie Verantwortung trug und was am Ende auch zu einer solchen Situation geführt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen werden wir natürlich uns Gedanken machen über die Frage, wie wir mit der Situation umgehen, dass der hessische Anteil jetzt auf 12% steigt. Und natürlich ist klar, dass wir eine Priorisierung vornehmen müssen. Das heißt ja Bundesverkehrswegeplan 2030. Da geht nicht alles im ersten Jahr. Oberste Priorität haben sicherlich die Autobahnkreuze. Und danach werden wir die anderen Projekte in einer Dringlichkeitsbewertung nach den Projekten Verkehrssituation, Wirtschaftlichkeit, Planungsstand, Umweltwirkung betrachten müssen, um am Ende zu einer sachgerechten Priorisierung zu kommen, damit wir am Ende auch real etwas umsetzen und nicht in einer Situation sind, wie wir sie teilweise jetzt haben bzw. in der Vergangenheit haben. Einen letzten Satz zur Bundesfernstraßenverwaltung.
Meine Position ist bekannt. Ich glaube nicht, dass das am Ende dazu beiträgt, dass es besser wird, wenn man es auf Bundesebene konzentriert, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Aber ich will ausdrücklich sagen an dieser Stelle, dass wir alles dafür tun, damit die Länder ihre Aufgaben erfüllen können, dass wir dazu aber eben auch die Unterstützung des Bundes brauchen und dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass man an der Auftragsverwaltung an der einen oder anderen Stelle etwas effizienter oder besser machen kann. Nur meine Erfahrung ist, Zentralisierung sorgt nicht dafür, dass man näher an den Problemen ist. Und da sind wir gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Ich freue mich also, dass ich die Gelegenheit hatte, einmal darzustellen, was die Hessische Straßenbauverwaltung, was Hessenmobil in den letzten Jahren geleistet hat, was wir dafür tun müssen, damit die Situation auch in den nächsten Jahren besser wird, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Rock für die Freien Demokraten. Bitte schön, 5 Minuten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Minister Al-Wazir, dass wir in der Energiepolitik nicht zueinander kommen, ist, glaube ich, hier in dem Haus hinlänglich bekannt. Und dass ich mir erlaubt habe, Ihnen da auch einmal das Prädikat an die Wirtschaftsminister auszustellen, haben Sie ja auch alle mit vernommen hier. Dass Sie aber jetzt hier in der Frage des Straßenbaus hier 10 Minuten geredet haben, ohne deutlich zu machen, wo die Position der Landesregierung ist, ist schon eine Leistung. Das waren Nebelkerzen ohne Ende. Nebelkerzen ohne Ende. Wir haben vom Vertreter der SPD und der FDP erfahren, wo denn die Probleme sind, die wir haben. Dazu haben Sie keinen Ton gesagt. Das Einzige, was Sie hier rübergebracht haben, ist, dass Ihnen der Schienenverkehr das Einzige ist, das wichtig ist. Unterhalt der Straßen. Unterhalt der Straßen. Das ist das, was Sie hier deutlich gemacht haben. Die wirklichen Herausforderungen, Herr Al-Wazir. Die wirklichen Herausforderungen, die wir von Ihnen wissen wollen. Denn wie Sie mit den extrem schwierigen Verkehrssituationen in Hessen und auch speziell der Frage im Rhein-Main-Gebiet umgehen. Die Frage, ist denn der Riederwand-Tunnel jetzt gestorben, wenn Sie die 661 nicht ausbauen werden, dass Sie sich nicht engagieren in Berlin? Das sind doch die Fragen, die hier zu klären sind. Wir wollen wissen, Sie haben für 10 Jahre die Zukunft der Infrastruktur in Hessen auf den Weg gebracht. Und Sie erzählen uns, wie die Verwaltung hier aufgestellt ist. Uns geht es darum, wie wollen Sie Hessen gestalten? Wo wollen Sie Schwerpunkte setzen? Wo setzen Sie sich ein? Das Einzige, was wir wissen seit Dienstag, dass Sie sich gar nicht einsetzen. In Baden-Württemberg, in Bayern sind die Minister in Berlin, haben Gutachten geschrieben, setzen sich für den Straßenbau ein, für die Weiterentwicklung der Infrastruktur. Hier kommt Erhalt. Schiene, Straße ist was Böses, darum mache ich nichts. Ich darf es aber nicht so laut sagen. Darum nuschel ich hier 10 Minuten über die Arbeit der Verwaltung und gucke noch, ob Herr Rentsch an irgendwas schuld war, was ich ihm unterschieben kann. Hier geht es darum, wie geht es in Hessen weiter. Wir haben Riesenprobleme im Autobahnbau, im Straßenbau, und da muss geleistet werden. Und da muss ein Minister hier eine engagierte Rede halten, wie die Infrastruktur und der Straßenbau in Hessen weiterentwickelt wird, und nicht hier so eine Verwaltungsrede vorlesen, sondern wo ist der Gestaltungswille für Sie als Verkehrsminister, wie soll es hier weitergehen? Kein Wort dazu. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Damit liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Ende dieser Beratung. Der Antrag der FDP-Fraktion 19.3486 soll verwiesen werden in den WVA. Was ist mit dem Dringlichen Entschließungsantrag? Sofort abstimmen. Auch mit in den Ausschuss. Dann verfahren wir so. Beide Anträge sind an den WVA verwiesen. Meine Damen und Herren, wir treten in die Mittagspause ein, wie vereinbart 1 Stunde. Wir sehen uns wieder um 14:30 Uhr.